So richtig gefrustet sahen sie ja nicht aus. Und doch hat es nun auch sie erwischt. Der FC Bayern verliert sein erstes Champions-League-Spiel in dieser Saison. 2:3 bei Manchester City, trotz zwischenzeitlicher Führung. Nach einem Platzverweis für Benatia spielten die Münchner 70 Minuten lang in Unterzahl. Am Ende schlugen sie sich selbst. Wir haben uns nicht belohnt für unser gutes Spiel. Ist ein bisschen ärgerlich, weil wir das wirklich klasse gemacht haben eigentlich. Und normalerweise hätten wir dann auch als Sieger vom Platz gehen müssen. Es ist natürlich schade, gerade wenn wir nach einer roten Karte so toll zurückkommen, 1-0 zurück, mit 10 Mann 2-1 in Führung gehen und dann die letzten Minuten 2 so blöde Fehler machen und hier verlieren. Es tut mir ein bisschen leid für die Mannschaft, weil wir haben toll gekämpft, aber ich glaube, das wirft uns heute nicht um. Wir haben das Spiel 70 Minuten, 75 Minuten, das Spiel ganz kontrolliert und es ist schwer, mit einem Mann weniger, ne, gegen eine solche Mannschaft. Ist schwer, aber trotzdem, ne, haben wir so 2-3 Fehler, ne, selber individuelle Fehler gemacht. Aber die Mannschaft, die muss Kompliment sagen, haben alles gelaufen, alle Spiele gekämpft und ne, muss gut gewünscht werden. Das Spiel für uns war nicht so war wichtig, weil so, wir müssen bei Bayern muss immer gewinnen, aber trotzdem, wir sind schon qualifiziert und ne, wir müssen auch nach vorne schauen. Wie sich das anfühlt zu verlieren, hatten die Bayern nach 18 Pflichtspielen ohne Niederlage fast schon vergessen. Nun wollen sie im letzten Gruppenspiel in 2 Wochen gegen ZSKA Moskau die Vorrunde versöhnlich abschließen.